Wichtig. Wichtig, dass er jetzt einmal daddelt. Wir sehen jetzt ein... Oh, geht schon los. Genau, Syntek gegen Inkling. Das ist wahrscheinlich Seed 2 gegen 3 aus dem Pool, würde ich mal sagen. Es ist der... Achso, das ist Seed 3 gegen 4 tatsächlich. Aus dem Pool 4 mit Beißel davon, Syntek, Megaman, Checkcards und Flow. Oder auch ohne Flow. Bisher hat Megaman, ich sag jetzt einfach Inkling, gegen Dafung verloren. Und Syntek spielt hier gerade, jedenfalls laut dem Bracket, vielleicht ist es noch nicht eingetragen, gegen das erste Set, gegen Inkling. Im Moment ist es ziemlich ausgeglichen, sind beides auch, oh, beides auch schwere Charaktere. Go ist schon am Start. Natürlich eine gute Hilfe. Hat auch eben fast gekillt, aber Inkling schnappt sich den ersten Stock wie Flo mit der Backair. Schön. Genau, wenn man die Downbeat, Power Gazer, keine Ahnung wie der heißt. Auf jeden Fall ist Syntek hier gerade mit dem Stock. Wenn man die Downbeat von Terry so ein bisschen aus der Luft startet, dann hat er keinen Lag am Ende. Dann kannst du direkt mit dem Jab weitermachen. Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Option. Jetzt im Moment macht er sehr viel Schaden mit seinen Connections. Bei Terry kann man ja grundsätzlich irgendwelche Aerials, außer glaube ich die Fair, canceln und dann ein Special dahinter setzen. Das macht Syntek hier gerade sehr gut. Syntek letztes Mal Gewinner des... Okay, nein. Letztes Mal Gewinner des Silberbrackets. Was so viel heißt wie, er ist nicht Top 8 gekommen, aber war genau da drunter, sozusagen 9. Platz. Oh, und okay, wieder der erste Stock für Inkling. Kann Inkling hier gerade seinem Seed mehr als gerecht werden. 4. Seed gegen Syntek. 3. Seed. Also wäre das ein Upset. Er macht das auf jeden Fall gut, aber kann den Stock nicht lang genug halten, um Damage zu machen. Es bleibt bei einem Even Set, Even Match. Okay, ja, gerade hier, gute Möglichkeit, gerade, er hätte ihm Downtilt geben können und dann wäre es sehr schwer gewesen für Syntek zu recovern. Hat aber guten Damage gemacht, deswegen bin ich mal gespannt, ob Syntek hier zurückkommen kann. Go ist aktiv, der Jab, Hardlanding wird nicht gepunished. Okay, er bleibt also am Leben mit 100%. Mal schauen, ob wir hier noch ein paar Go-Taktiken sehen, die das ganze Blatt wenden können. 60% ist natürlich nicht nichts, vor allem gegen einen Hardhitter wie Terry. 118% allerdings. Es ist nicht leicht zu recovern für Syntek. Okay, aber der Power Gazer und Back Air. Zum zweiten Mal in diesem Set killt die Back Air. Und das ist das erste Game für Inkling. Gut, alles klar. Also der 4. Seed zieht das Game vom 3. Seed. Mal gucken, ob er das Set ziehen kann, denn nur das zählt. Vielleicht sehen wir hier einen Character-Switch, vielleicht sehen wir hier ein anderes... Nein, okay, wir bleiben bei den Charakteren. Mal schauen, auf welche Stage wir gehen. Ich habe eben nicht drauf geachtet. Okay, Pokémon Stadium 2. Mal schauen, wie das Match losgeht. Edge-Situation auf jeden Fall schon mal. Und Syntek nutzt gut, um Damage zu machen. Kann er noch einmal? Nein, die Rolle reicht für Inkling, um wieder onstage zu kommen. Und ins Neutral zu kommen. Und jetzt kann er selbst ein bisschen punkten. Mit ein paar Up-Airs. Allerdings jetzt wieder Neutral. Bisher war es auf jeden Fall so, dass Inkling öfter im Neutral gewinnt. Und das ist auf jeden Fall ausschlaggebend in diesem Matchup, würde ich behaupten. Weil beide einfach mit Kombos viel Damage machen und beide schwer sind. Roy hat so ein bisschen den Vorteil, dass er offstage Syntek gimpen kann. Ziemlich gut.
bei Side B, ja, killt, bevor er Go einsetzen kann. Also wieder eine gute Möglichkeit hier, Pinkling das Game zu gewinnen. Aus den Edge-Situations würde ich ihn auf jeden Fall ein bisschen mehr erwarten. Aber er schafft es hier. Down Tilt, Power Punch, keine Ahnung, wie das heißt. Da den Stock zu holen. Wie heißen die ganzen Sachen? Power Knuckle. Irgendein Knuckle. Power Wave. Ich meine, Terry sagt es die ganze Zeit, aber manchmal ist er so schwer zu verstehen. Okay, also, wir sehen so ziemlich... Oh, gut gecatcht. Kann aber wieder aus der Edge-Situation nichts machen. Und ich meine, eigentlich ist Terry auch ein Charakter, der ziemlich gut an der Edge ist, würde ich behaupten. Wenn man das gut macht, gerade mit dem Turnaround. Der Turnaround ist super gut, um Options zu decken. Muss natürlich nur aufpassen, dass man nicht zu nah an der Edge dran ist und irgendwie angegriffen wird. Und gerade Roy kann da echt gut eine Combo starten, wenn er von der Edge jumpt. Jetzt gerade ist es wieder even. Wir haben... Okay, das killt noch nicht. Wir haben hier Go wieder online. Mal schauen, ob das eine Rolle spielt. Nein! Jab into Back Air. Der Standard-Kill für Roy. Jetzt gerade wieder am Damage machen. Macht hier guten Damage auf jeden Fall. Es nimmt kein Ende im Moment. 23. Okay, er kann den Stock nicht länger halten. Wichtig gerade für Syntag, um jetzt hier noch das Comeback zu starten. 47 ist natürlich nicht viel, aber er braucht jetzt erstmal Damage. Er wird wirklich den Upsmash da machen. Normal Prozedur wäre da irgendwie Downthrow, Up Air und dann eine Up B hinten dran. Okay. Er versucht auf jeden Fall mit den Plattformen zu arbeiten. Kann nur nicht so ganz readen, was Inkling für Optionen wählt. Das ist für Syntag also wichtig, dieses Game zu gewinnen, um einfach ein bisschen mehr Adaption reinzukriegen. Auch. Und, okay, jetzt ist es wieder even. Wir sehen hier, okay, er wird nicht zu Tode gepunished. Hat jetzt auch Go. Mal sehen, ob wir davon einen sehen. Wir haben noch keinen Buster Wolf gesehen. Da war, aber war nicht schnell genug oder nicht weit genug. Oh, okay. Jetzt hier gerade die Edge-Situation, das ist jetzt scary für Syntag. Und ja, die Rolle wird gedeckt, Side B und Inkling holt sich das Ding 2-0. Sehr gut gemacht von ihm. Ich refreshe einmal.